Wenn man Düsseldorf besucht, sollte man auf jeden Fall 1 bis 2 Stunden für die Kiefernstraße mit einplanen. Ein Sightseeing-Tipp, welcher nicht unbedingt so bekannt ist. Aber diese Straße gehört zu der jüngeren Geschichte Düsseldorfs mindestens genauso dazu wie die Königsallee. Zu Beginn der 80er Jahre rappelte es in vielen deutschen Großstädten gewaltig. Häuserbesetzungen und Häuserkämpfe waren aufgrund von Wohnungsnot und Spekulationshaien fast täglich in den Nachrichten. Der Plan der Spekulanten war, die Häuser verfallen zu lassen und sie dann der Abrissbirne preiszugeben. Im Herbst 1981 wurden die ersten Häuser von den Aktivisten besetzt. Es folgten Räumungen, Wiederbesetzung, Demonstrationen, Beschwichtigungen vom Stadtrat, Abrissgenehmigung von der Stadt. Die Besetzer öffneten vermauerte Gebäude und fingen an, Stromleitungen zu verlegen und erste Sanierungen widerrechtlich durchzuführen. 1984 wohnten mittlerweile 200 Besetzer in der Kiefernstraße. Dazu kamen 800 Altmieter aus 40 Nationen, was das Zusammenleben nicht immer einfach gestaltete. Es wurde ein Straßenplenum gegründet, um die Belange aller Bewohner dieser Straße zu berücksichtigen. Es war schwierig und oft mussten Kompromisse gefunden werden, die nicht allen passten. 1984 war ein wegweisendes Jahr für die Kiefernstraße. Durch die Kommunalwahlen gibt es auf einmal eine Befürwortung für die soziale Stabilisierung der Straße. Und man spricht zum ersten Mal von totaler Sanierung der Häuser im Stadtrat. Nun hätte alles gut werden können. Aber leider gerät die Kiefernstraße 1986 in das Visier der Fahnder. Bei einem Schlag gegen die RAF in Rüsselsheim wird eine Verbindung dieser Terrororganisation zu einigen Bewohnern der Kiefernstraße vermutet. Einige Jahre stand alles auf des Messers Schneide. 1988 kam endlich ein erster Vertrag zustande. Nachdem der Landtag festgestellt hatte, dass die Kiefernstraße das Wohngebiet in Düsseldorf wäre mit der schärfsten sozialen Problematik, wollte man endlich die Kuh vom Eis haben. Man einigte sich auf feste Mietverträge für 10 Jahre. 1998 wurden diese für weitere 10 Jahre verlängert. Heute bietet die Kiefernstraße die einzige Wohnlandschaft deutschlandweit, welche von ihren Bewohnern selbst geschaffen wurde. Seit 1988 steht diese Straße unter Milieuschutz. Der Abriss wurde verhindert. Heutzutage ist sie eine der friedlichsten Wohngebiete Düsseldorfs. Integration und Verbundenheit über alle Nationen wird dort täglich gelebt. Für uns ist diese Straße immer wieder eine Quelle der Inspiration. Im Sommer spielen noch die Kinder auf ihr, wie auf einem Dorfplatz. Das Leben findet öffentlich auf der Straße statt. Viele Begegnungsstätten wurden erschaffen. Eine fantastische Ausschilderung von den Ereignissen des letzten Jahrhunderts rund um die Kiefernstraße runden diesen Sightseeing-Tipp ab. Und solltet ihr nach dem Besuch Hunger verspüren, ein wirklich sehr gutes portugiesisches Restaurant findet ihr am Anfang der Kiefernstraße. Stöbert einmal in unserem Kanal. In der Playlist findet ihr ein Lied über die Kiefernstraße von Allen erschaffen. Über Likes und Abos freuen wir uns natürlich auch.